herzlich willkommen hier zurück zu Cake TV Uncut. Wir reagieren heute auf Just Nero. Der hat nämlich ein Video hochgeladen. Aline Bachmanns bösartiges, wahres Gesicht. Payback 10. Mimi hat angekündigt, dass er auch ein neues Video zu ApoRed macht. Höchstwahrscheinlich. Weiß man gar nicht, ne? Gar nicht gesagt, dass es über ApoRed geht, glaube ich. Aber wir gehen mal davon aus. Und genau, wir gucken da rein. Ich werde das in zwei Parts hochladen, weil ich fahre morgen in den Urlaub und muss noch ein paar Videos für Kuchen TV Uncut vorproduzieren und sonst habe ich nicht genug. Deswegen wundert euch nicht, wir machen dann hier irgendwo, ja, den werden wir eh überspringen, ne, und dann... Na, Like-Rate von 10% unter dem letzten Video wurde geschafft. Später im Video stelle ich demnach wieder eine Frage, die ihr eigentlich nicht beantworten könnt. Ihr müsst also nicht vorskippen. Wie immer, 50 Euro Gutschein eurer Wahl für den, der sich als erstes beantwortet. 10% Like-Rate auf dem hier, dann Flexus, danke auch wieder ein bla bla. Ihr kennt das Spiel, Dislikes zählen mit rein. Lieber @jamieschmidt461, meld dich bitte mal bei mir oder kommentiere das Video hier, damit wir Kontakt aufnehmen können. Du hast die letzte Frage nämlich als erstes richtig beantwortet und dich dann nicht mehr gemeldet. Dein Gutschein wartet. 73,9%, was habe ich gesagt? Bin ich nicht da auch voll dran? Willst du dich nicht innerhalb von 2 Wochen bei mir melden, dann, keine Ahnung, kommt ihn der Zweitplatzierte. Feuer frei! Immer mehr YouTuber springen auf und machen Videos über Aline Bachmann. Auch Just Nero. Er ist der perfekte YouTuber, um das Game gegen Aline so richtig anzuheizen. Er selbst merkt mir... Boah, Digga, Junge, das wäre mir jetzt auf. Ich bin voll knapp vorbei. Digga, für das Video hier, damit wir Kontakt aufnehmen können, du hast die letzte... Der hat 73,9 gesagt und ich habe im letzten Video 74,2 gesagt. Digga, wie kann man denn so knapp daneben liegen, Alter, what the... Junge, 0,3, ich bin einfach, ich bin aber ein krasser Typ, Digga, das muss man schon sagen. Junge. Da freue ich mich. Diese Frage nämlich als erstes richtig beantwortet und dich dann nicht mehr gemeldet. Dein Gutschein wartet. Solltest du dich nicht... innerhalb von 2 Wochen bei mir melden, dann, keine Ahnung, kommt ihn der Zweitplatzierte. Feuer frei! Ja, aber ich verstehe das mit dem, dass man nicht nach vorne skippen soll irgendwie nicht, weil, also wenn das wieder so eine Frage ist, also klar, man kann sie halt nicht, also man kann sie vielleicht jetzt nicht beantworten, du bist wahrscheinlich wieder irgendwas mit raten, aber wenn ich als Erster rate, habe ich ja eine höhere Chance, dass ich der Erste bin, der diese Antwort gegeben hat, als wenn ich der Tausendste bin und die wahrscheinlich schon genannt wurde. Aber naja. Immer mehr YouTuber springen auf und machen Videos über Aline Bachmann. Auch Just Nero. Er ist der perfekte YouTuber, um das Game gegen Aline so richtig anzuheizen. Er selbst merkt möglicherweise nicht, dass er für die Mobber ein Instrument ist. Er selbst ist auf keinen Fall Mobber, aber er bekommt seine Infos aus Mobbingquellen. Just Nero macht insgesamt 20 Videos über Aline, um Hass gegen Aline zu schüren. Tja, damit hat wohl niemand gerechnet. Payback 10, meine Freunde. Es gibt allerdings eine Planänderung. Payback 10 sollte ursprünglich das Finale sein und danach wäre bei mir Schluss mit der Bachmann gewesen. Ihre jüngsten Aktionen, die beinahe ausschließlich eskalatorischer Natur sind, wie unter anderem die erneuten Angriffe in Richtung Aichas Familie, nicht zu vergessen natürlich die wiederholten Angriffe in meine Richtung und etliche anderer Kritiker. Ach, generell so viel mehr, was sie sich gerade wegen des Aufwindes, für den die Doku gesorgt hat, leistet. Dass sie genau jetzt wieder in ihre Prime-Form übergelaufen ist, ist offensichtlich kein Zufall. Typisch für solche Menschen. Kaum denkt man, die Oberhand zu haben, wird zur digitalen Schellenparade ausgeholt. Ich sehe es halt auch einfach nicht mehr ein, den Schnabel dicht zu halten, nur weil ich mich mit ihr mitten in einer Rechtsstreitigkeit befinde. Die Sache geht ja so oder so an mich, wenn wir einfach mal nüchtern darauf blicken, so offensichtlich und nachweislich falsch, wie ihr Verhalten ist. Auch im strafrechtlich relevanten Bereich. Allerdings habe ich dieses Video dennoch signifikant umstrukturiert und anders aufgebaut als ursprünglich angedacht. Signifikant umstrukturiert, Junge. Der gehobene Boss. Schließlich ist das hier nicht das Ende, sondern der Anfang von Nero vs. Bachmann Staffel 2. Hört sie auf? Höre ich auf. Ganz einfach. Ich hoffe nur, dass das mit dieser Vorgehensweise kein Simpsons-Ding wird und im Endeffekt länger läuft, als es der Sache zuträglich wäre. Durch die... Naja, also ich und Shoyoka haben da was Ähnliches durch, ne? Ja, haben wir so ein bisschen längere Sendepause, muss ich natürlich erstmal Abholung betreiben wie Adam und die Internetgemeinde auf den Stand bringen. Weil das hier eine ziemlich lange Angelegenheit wurde, dachte ich mir, dass es wahrscheinlich ansprechender ist, das Ganze Reverse-Karte frostig durchzukonzipieren, statt einer einstündigen rohen Runterratterung ihrer menschlichen Totalbankrotterklärung. Die Episoden von Staffel 2 werden allerdings unregelmäßiger erscheinen, dafür aber länger. Genshin Impact, Freunde! Ihr habt Lust auf eine Open-World-Erkundungstour? Nee, gar keinen Bock, Digga. Prio-Gems. Tja, dann müssen wir uns jetzt wohl auf eine lange, beschwerliche Reise begeben, um mit diesen Vorwürfen endgültig aufzuräumen.
Ja, ist gut. Ja, jetzt kann Reus nicht mehr überspringen. Aline Bachmann, Eisberg. Geil animiert das Bild. Ja, safe. Ja, also der Schnitt von ihm ist halt wirklich eine absolute 10 von 10, ne, muss man schon sagen. Das ist sehr, sehr krass. Ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, dass das auch in jedem Video gefühlt irgendwie krasser wird, ne? Aber ich glaube, er bezahlt auch dementsprechend viel, ne? Warum dieses... Wann kommt eigentlich mal wieder ein Video von Jules? Video hier. Monet! Ganz einfach. Das Video hier ist Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich will folgende Vorwürfe endgültig beiseite schaffen. Hater sind meine Quellen. Ich zeige euch, auf welche Quellen ich mich wirklich bezogen habe und woher mein Material stammt. Hater haben mich aufgestachelt. Ich erkläre euch, wie die Videos zustande kamen. Das Narrativ meiner Videos wird kontrolliert. Ich stelle klar, warum ich die Videos gemacht habe. Sowie alle anderen Vorwürfe. Und natürlich, warum ich ganze 20 Videos zu ihr gemacht habe. Nee, ich habe nämlich nicht über selber irgendwelche Lappalien gesprochen, sondern über verdammt dicke Brocken. In einem von diesen 20 Videos... Echt? Wurde über Queer Maria gesprochen? ...sie sogar verteidigt. Ja, wurde auch nicht erwähnt, aber warum auch? Abgesehen davon, ob man 20 Videos jetzt als viel bezeichnen kann, wenn man über einen langlaufenden Konflikt spricht, der aus einem permanenten Hin und Her besteht? Debattierbar, würde ich sagen. Ich glaube, sie hat mindestens doppelt so oft über mich gesprochen. Die nächste Schmeißfliege, die mit der Klappe erwischt wird. Aline wurde in der Doku leider gänzlich verharmlost. Sie wurde als Carpador, welches man vor dem Mondberg kaufen kann, dargestellt. Eigentlich ist sie aber das wütende Garados, welches ein paar zu tiefe Tauchgänge im See des Zorns hatte. Mehr hätte man sie fast gar nicht verharmlosen können. Ja, 20 klar, Videos ist wirklich für Anfänger, Bruder. Hier sind schlimme Dinge passiert. Ohne Frage. Aber warum wurde nicht angesprochen, dass sie, sobald sie die Macht dazu hat und jemand schwächer ist als sie, sei es, weil keine Reichweite vorhanden oder ihr gegenüber schwerst krank ist, denselben Scheiß wie die NWO bei Leuten abzieht? Wie viele Leute hat sie tyrannisiert, auf ekelhafteste Art und Weise bedroht, auch mit körperlicher Gewalt? Hast du Mobile? Hat er jetzt... Warum hat er jetzt gedacht, das meine ich übrigens mit körperlicher Gewalt, Leute. Mit Zerstörung des Lebens. Wie viele gedoxt, Hausbesuche gemacht, verleumdet und fucking und. Diese Doku haben nicht nur ein paar Leute gesehen, sondern mehrere Millionen. Alleine das Instagram-Reel von der Tagesschau hat 4 Millionen Klicks, in dem sie als Engel dargestellt wurde. Die Doku hat im Fernsehen... Ja. Definitiv eine 4. Pusteblume, auch Dankeschön. Weit über 1 Million Zuschauer gehabt. Beim ersten Sendetermin. Insgesamt mit allen Sendeterminen, allen Internetplattformen und Co. haben diese Doku mehrere fucking Millionen Menschen gesehen, die, wenn sie nicht aufgeklärt sind über Aline, dachten... Digga, der Typ macht hier Eigenwerbung im Chat und kriegt es nicht mehr hin, Leerzeichen zu machen, weswegen niemand da draufklicken kann, weil man den links und sechsmal anklickt. Ey Junge, wie kann man so dumm sein? Oh, das arme Opfer. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ja, sie ist ein Opfer, aber nicht nur das. Diesen Leuten fehlt die Einordnung. Die wissen nicht, was Aline alles getan hat. Ihr erwartet doch nicht, dass Opa. Hubert und Oma Waltraud dem Jutnerzo beim Hetzen im Internet zugucken. Die wissen nicht, was passiert ist. Junge, das ist, als hätte sich Klein Nero im Kindergarten ein Kartenhaus aufgebaut, ganze 3 Stöcke groß, und die ARD kommt und... pustet. Einfach kaputt gemacht. Mal abgesehen davon, dass viele meiner... Ja, mal gucken, wann das inhaltlich beginnt. Nach 8 Minuten bin ich dann doch so weit, dass man jetzt auch anfangen könnte tatsächlich. Zuschauer, ne? Noch nicht mal ganz wissen, was da los ist und vieles heute neu sein wird. Der beste Grund für dieses Video ist allerdings, dass Aline gerade wieder ihr echtes Gesicht zeigt. Das, was Flying sie in der Lemon, Doku gesagt hat, oh, ich bin ein besserer Mensch geworden. Danke, liebe Hater, danke. Ja, nee, du bist immer noch genauso beschissen. Ja, dazu kann ich aber auf jeden Fall sagen, also ich stimme da Just Nero auf jeden Fall zu. Ich finde es auch sehr gefährlich, dass Aline da erstmal eine sehr unkritische Plattform bekommen hat. Das finde ich auf der einen Seite erstmal nicht gut. Und ja, dass sie, also... Du kannst halt eine Person wie Aline Bachmann nicht unkritisch darstellen, so, ne? Klar, das, was hier da passiert ist, dass sie gedoxt worden ist, dass sie beleidigt wird, dass sie geleakt wird und so weiter, das sind alles Dinge, die scheiße sind, ja? Da brauchen wir nicht drüber reden, so absolut, stimme ich komplett zu. Aber, und das ist halt ein wichtiger Punkt, Aline hat halt auch leider sehr viel dafür getan, dass sie halt da reingekommen ist, ne? Just Nero baut das hier, glaube ich, in dem Video ja auch noch alles rein, ne? Wie viele Menschen sie fertig gemacht hat, von vorne bis hinten, wie viele Menschen sie verarscht hat, da haben wir ja auch schon Videos früher zu gemacht und klar, das also rechtfertigt das halt das Leaken und so weiter. Nein, natürlich nicht, das will ich auch nicht sagen. Aber man muss ja trotzdem auch drüber reden, warum ist sie überhaupt in diese Situation reingekommen? So, und wenn du die ganze Zeit Leute-Scams fertig machst und so weiter, da musst du dich nicht drüber wundern,
Beziehungsweise man müsste es zumindest mal ansprechen, man müsste es ja einordnen. Warum gerade Aline? Wissen wie vorher. Kaum rutscht Aline in eine günstige Position, weil ihr durch die Doku der Rücken gebackt wurde, bekommt sie wieder Höhenflugsallüren und denkt, sie könnte dem gemeinen Fußvolk da unten auf den Kopf rotzen. Solchen Menschen Oberwasser zu geben, sorgt immer wieder für die feinste Selbstentlarvung, wie Nerodamus es prophezeit hatte. Es ist einfach alles wie damals. Sie macht wieder Ansagen und verleumdet nicht nur mich, sondern alles und jeden, mit denen sie mal Konfrontation hatten. Wildeste Vorwürfe. Sie bedroht Menschen wieder, macht Schwächere fertig und zu allem Überfluss Aicha, das verstorbene, kranke Mädchen, welches von ihr tyrannisiert wurde, wird wieder von ihr mit reingezogen. Nicht nur sie, die Familie, sogar die Mutter von Aicha werden jetzt gerade wieder tyrannisiert. Aichas Mutter hat... Das eine Unrecht rechtfertigt nicht ein anderes Unrecht, aber du kannst halt nicht so eine Doku machen, wenn du nicht über die Fehltritte von Aline Bachmann redest. Gerade wenn du da ja auch Leute wie Just Nero und so weiter mit drin hast, als außenstehende Person, die ja wirklich nur ganz normal kritisiert wurden, Kritikvideos gemacht haben, kannst du es halt nicht so hinstellen, als ob Aline so ein unschuldiges Mädchen ist, was im Internet plötzlich irgendwie gehatet wird. Das geht einfach nicht. Aline darum gebeten, doch bitte endlich ihre Tochter ruhen zu lassen. Alines Antwort darauf war: Habt ihr mich damals in Ruhe gelassen? Ob sie dich in Ruhe gelassen haben? Bist du eigentlich nur noch in deiner dämlichen Rübe? Meinst du, als Aicha gestorben ist und du Anrufterror bei der Mutter gemacht hat, gerade als sie erfahren hat, dass ihr Kind tot ist, als du eine Mutter, die gerade das Schlimmste, was einer Mutter eben passieren kann, durchmachen musste und du es für nötig gehalten hast, sie aufs Übelste zu belästigen? Oder als du, um dich selbst als Opfer darzustellen, gegen den Willen von Aichas Mutter die Information geleakt hast, dass sie nicht mehr unter uns ist und du das instrumentalisiert hast, um gegen mich und andere eine Hetzkampagne zu starten und dich wieder als armes Opfer zu porträtieren? Mal wieder. Meinst du, als du gedroht hast, auf Aichas Beerdigung aufzuschlagen und diese zu sprengen? Digga, als ob. Trotz explizitem Verbot der Familie dorthin zu gehen und anschließend erneut die Familie bedroht hast? Meinst du sowas, was Aline dieser Familie jetzt gerade... Der dazu fällt mir wirklich nichts mehr ein, ne? Guck, und genau über sowas muss man in der Doku sprechen. ...antut, wird ein Nachspiel haben. Was denkt ihr, warum ich euch das hier sage? Warum ich darüber spreche? Weil es der Wille der Familie ist. Ich stehe mit dem Hinterbliebenen bis heute im Austausch. Wenn die nicht das Go gegeben hätten, würde ich hier kein Wort darüber sagen. Ich verspreche dir eins, Aline. Du wirst mit dem Scheiß, den du gerade versuchst, nicht durchkommen. Die Hinterbliebenen von Aicha haben genug. Es reicht. Wie gesagt, ich stehe im Austausch und mir wurde mitgeteilt, dass es jetzt wirklich endgültig genug ist, man sich nicht anders zu helfen. Also auch nochmal Anwalt gesprochen, meine Mutter ist ja auch komplett rechtsschutzversichert, allerdings haben sie gesagt, von Unterlassungsschreiben wäre halt die Aicha nicht versichert, weil sie halt verstorben ist und Versteuerung kann man nicht absichern. Weiß und nun mit allen zur Macht stehenden Mitteln gegen dich vorgehen wird, Aline. Natürlich bin ich dafür liebend gerne ein Sprachrohr und wenn ein Anwalt gebraucht wird, helfen meine Community und ich auch sicherlich liebend gerne, den zu finanzieren. Da bin ich mir relativ sicher. Hauptsache, du wirst in deine Schranken gewiesen. Ich weiß, dass du hier gerade zuhörst, Aline. Lass sie in Ruhe, verdammt nochmal. Das endet sonst gut für niemanden. Da wird auf jeden Fall noch was zusammen mit der Familie kommen. Vorausgesetzt, Aline hört nicht auf, aber wir bezweifeln es einfach mal stark. Und das, was sie bis jetzt schon rausgehauen hat, das kann auch nicht einfach stehen gelassen werden. Du hast eine rote Linie überschritten, Aline. Irgendwann sind Menschen verzweifelt, wenn sie nicht weiter wissen. Du willst eine Season 2? Die kannst du liebend fucking gerne haben. Erinnert ihr euch noch dran, dass Aicha mit Aline kurz vor ihrem Tod telefoniert hat und sich mit der Bachmann gut gestellt hat? Was auch in der Doku gezeigt wurde und jetzt wieder von ihr breitgetreten wird. Aline stellt es wirklich so hin, als wäre Aicha von den Hatern und mir von Anfang an manipuliert worden und nur deswegen kam es zu all dem. Nachweislich gelogen. Du weißt, dass Leute noch Aufnahmen von dem Terror haben, den du veranstaltet hast. Du weißt, dass ich den echten Grund kenne, Aline, oder? Nicht nur ich. Einige Influencer können de facto beweisen, dass sie am Ende nur mit dir gesprochen und sich mit dir gut gestellt hat, damit sie in den letzten Tagen ihres Lebens endlich Ruhe vor deinem Psychoterror hat. Dir ist klar, dass es mit mir abgesprochen ist. Ich glaube, dass ich das tatsächlich auch weiß. Ich bin mir nicht sicher. Das ist halt schon echt lange her, ne? Das war vor meinem Skandal, vor 3 Jahren oder so, aber ich meine, dass das tatsächlich der Grund gewesen ist, dass sie das absichtlich gemacht hat, damit sie ihre Ruhe hat. Das muss man sich mal überlegen. Gesprochen war, dass Aicha sich mit dir gut stellt, um final ihre Ruhe zu haben?
Das weißt du und ich weiß, dass du das weißt. Aisha kam sich dabei übrigens so schlecht vor, dass sie sich mehrfach bei mir entschuldigt hat, obwohl ich gesagt habe, ey, das ist eine gute Idee, dann hast du endlich deinen Seelenfrieden. Ich stand zu 100% dahinter und habe gesagt, ja, mach das bitte. All das ist nun wirklich mehr als genügend Grund, den Leuten nochmal Alines wahres Gesicht zu zeigen. Ich habe mich einfach mal für einen Abend hingesetzt und eine Liste, Anmerkung, eine absolut unvollständige Liste, nicht mal zur Hälfte vollständig, mit 29 Opfern von Aline sowie 62 ihrer Taten ausgearbeitet. Junge, Alter. Weitet. Mal weniger schlimm, mal den Satan in Schweiß ausbrechend Notizen machen lassend. Das ist ein Kampf. Der Satan wird vernichtet. Junge. Alter. Kampf den bösen Mächten. Der Herr wird euch richten. Damit würde ich sagen, schauen wir uns ein paar dieser Dinge an. Natürlich bei weitem nicht die komplette Liste, noch nicht. Trotz, dass diese Liste lückenhaft ist, wie die Erinnerung eines durchschnittlichen deutschen Touri nach 7 Tagen Malle, würden wir hier ansonsten mehrere Stunden sitzen. Aufgearbeitet in einem kleinen Eisberg mit 6 Ebenen, nur sind die Dinge in den tieferen Etagen nicht unbekannter, sondern diabolischer und schlimmer. Wir fangen mit den harmloseren, teilweise sogar unfreiwillig Lachgetriebe sprengenden Dingen an. Junge, aber geil gemacht auf jeden Fall, ne? Aline aktiviert Lurky Girl Modus. Lurky Girly? Ich weiß nicht, ob es Lurky Girl oder Lurky Girly heißt. Dein normales Wochenende von Lurky Girl Taktik. Sprich, sich mit dem zweiten Account selbst verteidigen, positiv zureden und Kritiker von der Seite anpöbeln und sich dann auch noch dabei erwischen lassen, ist keine Mastermind auf einer portugiesischen Cavallo-Insel entsprungen. Nein, nein. Aline hatte diese Taktik bereits vor mehreren Jahren bis ins Detail perfektioniert. Sie hatte einen eigenen Account für ihren Comedy-Charakter Birgit, den sie recht schnell doch wieder fallen gelassen hat. Aber eines Tages, ja, da hatte sie dann doch noch Verwendung dafür gefunden, und zwar als sie Beef mit einer ehemaligen Freundin hatte. Aline zeigte uns eine Nachricht, die ihr geschrieben wurde. Oh nein. Diese Saskia ist so falsch. Vor Tagen postet sie, was für eine tolle Freundin du bist, postet, was du ihr alles für Klamotten geschenkt hast und Produkte von deinen Kooperationen. Sie wollte nur dein Fame, sie kann nicht mal singen. Ey, so kein Joke, aber ich finde, man merkt auch sofort, dass Aline das selber geschrieben hat. Das ist so dumm. Sie soll erstmal abnehmen und deinen Weg gehen. Wie lange nimmt sie jetzt schon ab und wird immer dicker? Sie ist so jung und tut Uwe so, als wäre sie sterbenskrank. Sie hat keinen Bock, arbeiten zu gehen. In dieser Nachricht wurde sie passenderweise verteidigt und ihre Gegenpartei gottlos runterbeleidigt. Diese Saskia, die ist so falsch. Die will nur Fame und die kann nicht mal singen. Soll die doch erstmal abnehmen. Die wird immer dicker. Ja, Body-Positivity-Bewegung, Aline und so. Vor allem wurde noch mit reingeschrieben, dass diese Person sterbenskrank ist und dann einfach so die Behauptung aufgestellt, ja, die hat eigentlich nur keine Lust zu arbeiten. Aline schrieb dazu, dass sie ja wenigstens ihr Leben im Griff hat und nicht insolvent sei. Gealtert wie Milch, könnte man meinen. Auffällig war, dass diese Nachrichten... Ist die insolvent gegangen? Ja, Nachrichten, das kam sogar ziemlich oft vor, Insider-Informationen beinhalteten, die eigentlich nur Aline hätte wissen können. Ha. Ja, irgendwann hat sie dann halt vergessen, den Namen des Absenders der Nachricht zu zählen. Upsi, wie fühlt sich das eigentlich an, so übertrieben dankbar auf die eigene Nachricht zu reagieren mit Oh, danke, mein Girl. Uwu-Herzchen. Naja, oh, wenn einem schon kein anderer dankbar ist, dann muss man es halt selbst sein, wa? Aline erbettelpresst sich Geld mit falschen Versprechungen. Dass sich Frau Bachmann das ein oder andere Mal den ein oder anderen Obolus erbettelt hat, wissen wir. Ist absolut kein Geheimnis mehr. Was erwartet man auch von hauptberuflichen TikTok-Battle-Bettlern? Ein bisschen Kleingeld, ein bisschen Kleingeld, Ma'am. Wenn's mal nicht so läuft, wie man will, ja, dann greift man halt einfach so ein bisschen tiefer in die Dulli-Trickkiste. Wer mir heute wirklich jetzt noch gleich ein Riesenrad schenkt, den folge ich auf Instagram. Und tu ihn auch in meiner Story teilen. So, Riesenrad, anders gesagt 50 Euro für ein Follow und Share auf Instagram. Hat sie das denn auch getan? Nö, ist nichts passiert. Warum diese Strategie gerade auf einer Plattform wie TikTok ekelhaft des Grauens ist, erkennt man relativ schnell, wenn man sich mit der Demografie der Plattform befasst. Da sind ziemlich viele junge Leute dabei. Das hört sich jetzt erstmal völlig abwegig an, aber pass mal auf. Aline Bachmann hat tatsächlich Fans im 6-stelligen Bereich. Ich weiß,
Klingt wie eine Geschichte aus dem Paulanergarten, ist aber so. Gerade damals zu dem Zeitpunkt, als sie noch nicht kritisiert wurde. Was denkt ihr, wo die 500.000 Abonnenten und teilweise 60.000, 70.000 Likes auf ihren Beiträgen herkommen? Jüngere Menschen lassen sich halt mal von einem Follow plus Share von so einem großen Influencer ködern. Ist schamlos. Was anderes sind wir aber von der Frau auch nicht gewöhnt. Alinchen Wein. Ja, finde ich aber... Ja, ist halt bitter, dass da Leute auch einfach drauf reinfallen, ne? Aber sowas ist ja auch eigentlich strafrechtlich relevant. Es ist halt schade, ne? Dass auch weder TikTok noch ist irgendwie, sag ich mal, jetzt so eine Zentrale, eigentlich wahrscheinlich die Verbraucherzentrale, weiß ich gar nicht. Ne? Aber dass halt irgendwer sich mal darum kümmert, dass genau sowas einfach, dass sowas halt nicht mehr möglich ist, ne? Weil es ist ja wirklich an Dreistigkeit einfach nicht zu überbieten, dass sie da ja einfach falsche Versprechungen macht auf der Seite und die Seite sagt so, ja, mein Gott, Digga, ist halt so, ne, können wir uns auch nicht ändern. So, ne, sowas sollte rigoros gesperrt werden. Und weil zu wenig Spenden. Oh. Wo wir gerade bei Geld erbetteln waren, ich erinnere euch nochmal dran, dass diese Frau geheult hat wie ein Kind. Ein Kind, das damals nicht den neuen Bionicle bekommen hat. Ich weiß nicht, wer das gewesen sein könnte. Und das, weil ihr zu wenig Geld gespendet wurde. So fing es an. Sie hat sich Nutella und Ei ins Gesicht geschmiert. Weil, ja, TikTok-Regel halt. Wer sich am dollsten zum Obst macht, bekommt die meisten Spenden. Oder so. Ich glaube, irgendwie so funktioniert das. Ihre Streampartnerin Benson, ehemalige Freundin von ihr, mittlerweile, naja, 34 Minuten Antwortvideo auf die Doku. Ihr könnt den Titel selber lesen. Warum passiert das nur immer wieder mit Alines Freunden? Naja, auf jeden Fall war sie sichtlich amüsiert darüber, dass Aline sich so zum Deppen gemacht hat und trotzdem beim um die Wette nach Geld betteln um den Faktor 9 verkackt hat. Ihr Gegenüber hatte 9-mal so viele Punkte wie sie. Ich muss nicht alles verstehen, was heutzutage im Internet passiert. Ich weiß, sind das alles richtige Tattoos oder waren das Strafen? Die hat sich das per Edding aufgemalt. Leute, noch haben wir nicht gewonnen. Die kriegt irgendwas Großes und dann ist vorbei. Kannst du mal sehen, wie die Leute dich leiden können? Ja, nicht. Aber unsere Sportsfreundin Aline, wir wissen doch, dass sie gut und sportlich damit umgehen kann, wenn es mal nicht so läuft, wie es ihr beliebt. Ich meine, dass sie weniger Spenden bekommen hat, damit wird sie doch gut umgegangen sein. Das verkraftet die doch, oder? Oder? Pressen! Aline, pressen! Du schaffst das! Pressen! Ach, geht doch. Der saß schon den halben Tag. Digga, die wirklich geheult, weil die da verloren hat. Ach du meine Güte. Verdammt. Ich wiederhole. Diese Show wurde uns dargeboten, weil sie von ihren Zuschauern zu wenig Geld gespendet bekommen hat. Also sorry, dass ich mich drüber lustig mache, wenn jemand am Flennen ist. Aber der Grund ist einfach nur lächerlich. Wie dankbar für das Geld, das du bereits bekommen hast, willst du sein, Aline? Ja, nicht. Ich wollte hier in die erste Ebene eigentlich noch packen, dass sie auf gefakte positive Bewertungen für ihren Shop zurückgegriffen hat und ihre Zuschauerschaft dafür aufgerufen hat, alle mal 5-Sterne-Bewertungen dazulassen. Das ziemlich manipulativ. Und die, die 1-Sterne-Bewertung wegen einem beschissenen Service gegeben haben, die wurden natürlich diskreditiert und outgecallt. Oder das Erste, was man von ihr gehört hat, nämlich, dass sie als Krankenpflegerin in Ausbildung eine alte Patientin beklaut hat, Tasche gemobst und mit den Karten Geld abgehoben. Aber komm schon, das mit dem Krankenbeklauen, das ist jetzt 10 Jahre her. Es gibt genügend... Ja, ist jetzt auch, mein Gott, ne, wer würde das nicht machen? ...genügend aktuelle Sachen auf einem ähnlichen Niveau oder sogar weit, weit darüber, würde ich meinen. Aline und die illegalen Markenplagiate. Ah, stimmt, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Ah, schön. Habt ihr noch im Hinterkopf, dass Pralinchen mal einen Schmuckladen/Beauty-Salon hatte mit Namen BeBeauty? Immer wenn sie etwas anfasst, wird es, naja, nicht zu Gold. In diesem Schmuckshop hat sie, um es kurz zu machen, Fälschung bzw. Plagiate verkauft. Ich muss mich entschuldigen, seht mir bitte nach, dass man im Hintergrund diese kleine, fiese Type sehen muss. Wartet einen Moment, so ist angenehmer. Aline hat zum Beispiel Chanel-Ohrringe für nur 9 Euro verscheppert. Was ein Schnapper. Tja, war wohl der Kurs, nachdem Phaser die aus Versehen verboten hat. Spaß beiseite, ist halt nicht legal. Aber ob was legal ist, das kratzt die Bachmann eher weniger. Man könnte sich jetzt auch denken, ja, fick halt auf so teure Marken. Bin ich sogar bei euch.
Aber naja, anderes Produkt. Diese Ohrringe gab es für 12,99 bei Aline. Ich meine, die hat einfach kaum davon profitiert. Da war keine Gewinnmarge vorhanden. Also fast keine. Sie hat die Ohrringe nämlich für, haltet euch fest, 99 Cent. 63 Cent gekauft. 2060% Gewinnmarge. Aline, wie bist du? Ich muss auch mal so einen Shop aufmachen, glaube ich, wo ich irgendwelche AliExpress-Ware einfach hierher hole. Du denn so großzügig? Da nagt man doch fast am Hungertuch. Ein bisschen Eigenprofit muss auch sein. Influencer-Dropshipping ist nun leider wirklich absolut keine Seltenheit mehr. Aber da Aline ihre Waren damals als höchst qualitative Qualitätsware angepriesen hat, nö. Generell lief in Alines Shop einiges nicht so ganz, wie sich die Kunden das gewünscht haben. Sei es jetzt vom Schmuck her oder vom Beauty-Salon. Wenn Sachen nicht so töfte ankommen, dann führt das unter Umständen zu schlechten Bewertungen. Und wenn Aline schlechte Bewertungen bekommt, na gut, fängt sie halt an rumzustakeln, dass das alles ja nur Hater waren. Die haben sich extra dafür, nur um sie schlecht zu machen, einen neuen Account erstellt. Bla bla. Genau. Ja. Und vorher sind die dann noch über mehrere Jahre zu anderen Läden geflitzt, haben denen mal gute, mal schlechte Bewertungen gegeben. 30, 40 Stück. Aber klar, nur für dich haben die sich einen neuen Account gemacht. Du kriegst die Tür nicht zu. Die hat unironisch Follower von ihr angeschrieben und nach 5 Sternen. Hallo, es gibt Menschen, die sich auf Google Profile machen und mein Unternehmen eine Sternebewertung geben. Könntest du bitte eine gute Bewertung machen? Das ist eine Bewertung gebettelt. Auf YouTube oder Social Media? Auf Twitter sehe ich so, auf Dropshipping. Ja, es ist schade, weil da, also ich habe ja eigentlich wirklich keinen moralischen Kompass. Ne? Ich würde fast alles bewerben, aber ich würde selber kein Dropshipping machen. Weil das wäre mir halt zu viel Abzocke für euch, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, und das ist wirklich schade, weil du machst da halt wirklich sehr viel Geld mit, ne? Ja, generell nach Likes zu planen, völlig andere Geschichte. Ja, muss ich ja auch wohl sagen, sonst hätte ich mir ein bisschen ins eigene Bein geschossen. Im Ernst, Bewertungen bei Shops und Salons haben halt einen de facto Auskunftszweck. Bewertungen manipulieren ist übrigens abmahnbar von Mitbewerbern, soweit ich weiß. Im Endeffekt hat ihr Versuch aber auch nicht allzu gut funktioniert. Gefährliches Abnehmplacement mit einer Tonne Lügen. Ah, Aline und ihre Placements, das ist wirklich immer eine Nummer für sich. Sie hat damals mal für die Firma Shape World Werbung gemacht. Diese hat Abnehmshakes verhökert auf eine, gelinde gesagt, sehr kontroverse. Stimmt, gibt's die noch? Da haben doch viele Influencer Werbung für gemacht. Art. Ne? Gefüllt mit Lügen, leeren Versprechungen, gänzlich irreführenden Selling Points und so weiter. Einem wurde versprochen, wie durch ein Wunder, innerhalb kürzester Zeit eine Menge Gewicht zu verlieren. Und dabei waren die Shakes angeblich auch noch super gesund. Nee, waren sie nicht. Die Inhaltsstoffe waren teilweise nicht mal vernünftig erforscht und hatten potenzielle Nebenwirkungen, die sich gewaschen haben. Kunden berichteten von Magen-Darm-Problemen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, seltener allergische Reaktionen, Herz-Kreislauf-Probleme aufgrund enthaltener Stimulantien, einem Nährstoffungleichgewicht wegen der Art, wie das Produkt verwendet wurde und so viel mehr noch. Die Wirksamkeit war wissenschaftlich nicht belegt. Keine unabhängigen Studien. Basis wo? Das hielt die Firma allerdings nicht davon ab, höchst aggressives Marketing an den Tag zu legen. Wie auch bei Aline. Influencer sollten dann halt einfach mal so ein paar falsche Versprechungen machen und irgendwelche Stories erzählen, wie krass sie doch damit abgenommen haben. Besonders problematisch war teilweise, dass wirklich dünne Influencerinnen dafür Werbung gemacht haben und den Zuschauern ein höchst toxisches Bild mit auf den Weg gaben. Ich brauche euch hier die Dynamik nicht erklären. Aber Gott sei Dank hat sie dann in einem Stream mit der Influencerin Malika nach ihrem Placement gesagt, ja, ihr habt recht, ich habe gelernt, die Partnerschaft, die ist beendet. Ja, bis halt die nächste Anfrage kam und schwupps. Stimmt, das weiß ich auch noch. Julia Beautic hat sie, glaube ich, auch beworben. Ich habe da auch irgendwas im Kopf, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, ich finde sowas halt persönlich gefährlich, ne? Wenn gesagt wird, so, ja, iss einfach diesen Shake und dann nimmst du halt ab. Also, das ist halt solche Diäten machen halt generell nie Sinn, weil du musst halt dein Leben einfach komplett ändern, wenn du abnehmen möchtest, auch wenn es natürlich der härtere Weg ist, aber anders geht es halt nun mal einfach nicht. Und gerade sowas zu bewerben ist halt wirklich schon sehr, sehr hart auf jeden Fall, ne, weil du damit deine Zuschauer halt potenziell halt einfach krank machst, ne, also dann doch lieber Dropshipping. Halten wir fest. Aline bekommt scharfe Kritik wegen des Placements, berechtigterweise wegen massiver gesundheitlicher Gefahr, die potenziell davon ausgeht, erst recht, weil das werbetechnisch teilweise so dargestellt wird. Ja, stimmt, kann sein, dass ich zu Julia, ich weiß nicht, ob Julia Beautics das beworben hat, aber ich glaube,
Also ich habe mal, ich weiß nicht, ob ich ein ganzes Video über die gemacht habe oder ob die nur ein Teil davon war. Aber das, ich meine, das ist schon lange her, ist jetzt keine Kritik mehr an sie, ne? Ich hoffe, sie hat daraus gelernt. Dying Soul, danke für den Prime-Sub. Aber die hat, glaube ich, erst Werbung für diese Abnehm-Shakes gemacht und ein paar Wochen später hat die ihre eigene Pizza auf den Markt gebracht oder andersrum, irgendwie so war das. Wo ich mir auch so denke, so, Digga, also macht man sich auch nicht Gedanken, was man bewirbt? Jo, ihr seid so fett, Digga, hier könnt ihr abnehmen, aber gönnt euch trotzdem mal meine neue Pizza. Digga. Wurde, dass man mit den Shakes auf reguläre Nahrung größtenteils verzichten könne, tut aufgeläutert im Talk mit Malika, nachdem das zur Sprache kam, ja, ich habe die Zusammenarbeit beendet. Ja. Julia Blutig ja so und das Mager so gut, das war's. Aber sobald das nächste Angebot reinflattert, rums, her mit den Kohlen. Zu allem Überfluss wurde Aline dann auch noch beim Lügen erwischt. Schon wieder. Oh mein Gott, war das dreist. Wir gucken mal selbst. Ein bisschen zugenommen und starte heute mit Shake World, mit der 31-Tage-Kur. Und befinde mich bei genau 76 Kilo. Ah, okay, 76 Kilo, merken wir uns. Denn Aline konnte sich etwas Substanzielles nicht merken. Ja, das passiert halt, wenn man so viel lügt, dass man einfach nicht mehr alles im Kopf haben kann. Kurz davor, so kurz, dass wir hier von einer zweistelligen Stundenzahl reden, hatte sie schon mal über ihr Gewicht gesprochen, wie viel sie gerade wiegt. Wie viel hast du denn kurz bevor das Placement reingeflattert kam, gewogen, Aline? Erzähl doch mal. Kurze Anmerkung, ich kommentiere hier nicht den Körper von Aline. Darum doch, das mache ich. Geht es nicht. Ich distanziere mich sogar davon, über das Gewicht von irgendwem zu urteilen. Es steht mir schlicht nicht zu, den Körper eines anderen ungefragt zu kommentieren. Punkt. Es geht hier einzig und allein darum, die Lügen für ein Placement von Aline aufzudecken und um nichts anderes. Insbesondere, weil es Gefahr für Leib und Leben, ich finde es wichtig und richtig, der Zuschauer dargestellt hat. Ich hatte 196 Kilo, wiege derzeit jetzt nur noch 65 Kilo. 65 Kilo also. Naja, also entweder hat Aline geflunkert, damit sie sagen kann, ja guck mal da, ich habe in der Woche 11 Kilogramm abgenommen mit Shape World. Damit die Leute denken, oh krass, damit nimmt man ja wirklich heftig ab. Man nehme mein Geld. Oder Aline hat in ein paar wenigen Tagen 11 Kilogramm zugenommen. Die kann gar nicht kann innerhalb nicht, von wenigen Tagen 11 Kilo drauf bekommen haben. Wir dürfen nicht vergessen, sie hatte eine Schlauchmagen-OP. Das ist rein physiologisch eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Mag es vielleicht bei Einzelnen gegeben haben, aber nicht in so einem Fall. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen. Da Shape World es nicht nur gerne gesehen, sondern auch Anreize gegeben hat, dass Influencer es mit der Wahrheit nicht allzu ernst nehmen, um die Produkte besser zu verscheppern. Und Aline, naja, wenn die mir sagt, Nerzo, ist gerade 12 Uhr Mittag im Hochsommer. Meine erste Reaktion wäre, zum Fenster zu stürmen, um zu gucken, ob nicht gerade Zackenduster mit 2 Meter Schnee herrscht. Ja, ne, könnten, seid auch nicht um den Kopf gefallen. Also, nee, so viel drauf bekommen in der Zeit, auch ohne Schlauchmagen, kaum erreichbar eigentlich. Insbesondere, weil sie ihr Essen ja immer gezeigt hat. Man kann theoretisch in knapper Zeit deutlich mehr auf die Waage donnern durch Wassereinlagerungen, aber wenn wir hier von 11 Kilo in ein paar Tagen durch Wasser reden, können wir von schwerwiegendsten gesundheitlichen Problemen ausgehen. Naja, und außerdem hätte dann wahrscheinlich Nesquik mal kurz angeklopft und gefragt, ob sie eine Runde bohren dürfen bei dir. Es hat sich in der Zeit halt weder optisch noch gesundheitlich was bei ihr verändert. Wäre halt zu convenient, sich die Sachen, die man in die Kamera lügt, noch zu merken. Die doofen Zuschauer verstehen die eh nicht. Shape World war aber auch nicht die einzige Werbung von ihr, die gesundheitliche Risiken dargestellt hat. Bei weit... Die hat auch mal so eine Abnehm-OP, glaube ich, verlost oder so. Nicht. Ne? Alines bissigstes Placement. Auweia, Aline und die Kaustampferchen. It's my secret. Ist euch ein Begriff? Nein. Teeth Whitening Moonpits. Das war so ein Produkt, welches euch versprach, schlagt jetzt zu, in kurzer Zeit werden eure Zähne bling-bling machen. Ja, sehen aus wie Schnee. Jeder Mensch, der noch 3 Gehirnzellen übrig hat, wovon 2 in stetiger Beschäftigung sind, aneinander zu klopfen, um Funken zu erzeugen, damit wenigstens Licht an ist, obwohl keiner zu Hause ist, sollte sich im Klaren darüber sein, dass das der dreisteste Scam überhaupt ist. So klar, wie das Meinungsblogger Superlative mögen. Smile Secret hat wirklich so gut wie jeden Influencer angefragt. Völlig egal wen. Wenn das hier gerade ein Influencer sieht. Digga, ich glaube sogar meine Ex hat mal dafür Werbung gemacht sogar. War das Smile Secret oder gab es noch so eine andere? Das war das mit diesem Licht, wo du dieses Licht irgendwie drauf gemacht hast. Bitte, bitte. Wir hatten das mal wirklich zu Hause. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mal eine Anfrage von denen bekommen habt. Und wenn ja, wie viele? Wie penetrant war dieser Rumpelverein bei euch? Erzählt's mir. Ihr müsst euch überlegen,
Ich habe zwei E-Mails. Eine mit dem Management gekoppelte E-Mail, die für geschäftliche Anfragen gedacht ist. Die bekommen quasi mein Manager und ich klar so gekennzeichnet. Und eine für meinen YouTube-Account, die ganz klar nicht für geschäftliche Sachen gedacht ist. Ratet mal, wie viele Anfragen ich von denen alleine auf meine Nicht-Geschäfts-Mail bekommen habe innerhalb von zwei Jahren, obwohl ich denen sanft mitgeteilt habe nach dem ersten Mal. Oh, ihr könnt euch gehackt legen, ihr Lumpen. Ihr könnt mir mal die Pumpe schmatzen, bevor ich eine Werbung für euch mache. Geh weg! Es waren 8, trotz dass ich denen deutlich gemacht habe, dass ich... Junge, hier ist Natalie von My Secret Medical. Keine Ahnung, wie viel auf der anderen. Ich habe mein Passwort vergessen, aber ich werde meinen Manager fragen. Ich hoffe, ich denke dran. Kata, erinnere mich. Ich habe anscheinend keine bekommen. Und jetzt mal eine Quizfrage. Ihr habt gerade gehört, dass die jeden angefragt haben. Was denkt ihr, warum fast kein Influencer, trotz dass der zweite Vorname unserer Truppe Kollektiv Eugene lautet, Werbung dafür gemacht hat? Und wenn, nur von Influencern, die es aber ganz dringend nötig hatten. Ich revidiere meine Aussage. Ach, krass, sowas kann man abchecken, oder was? Eine Vielzahl von Influencern werden für My Secret gemacht. Sarah Harrison, Dagi B natürlich, Shirin David, klar. Lisha und Lou, Bibi's Beauty Palace, Laura Müller, Anne Wünsche, Julian Zietlow, Mann, ey. Also, dass eine Laura Müller, nachdem ihr Vater Ehemann, der Wendler, angefangen hat zu wendlern, vielleicht so ein bisschen in eine finanzielle Bredouille gerutscht ist. Ja, okay, da sind wahrscheinlich alle Werbepartner aber im Galopp davon gezogen. Außer Small Secret. Aber Sophia Thiel, Bibi, Bäume umarm, Beauty Palace, Dagi, ich mahne Nero ab, verliere dann aber wieder vor Gericht, B, Shirin, ich gebe meine dicke Karre weg, weil Umweltschutz Töfte ist, nur um mir kurz darauf eine noch dickere anzukarren, weil Alabadge, David, also puh, ob die jetzt am Hungertuch nagen, weiß ich nicht. Jedenfalls war das einfach der größte Scam. Aline kann uns mal erklären, wie das funktioniert. Ich bitte erneut um Verzeihung. Ihr müsst jetzt stark sein. Gelegentlich krächzt der giftige... Oh, Digga, lass doch Oliver Pocher einfach drin. Mein Gott, ey. Galle Goblin nämlich wieder Junge, dazwischen. Junge. Leider ist das die einzige externe Quelle. Digga, er hängt die ganze Zeit mit Oliver Pocher von YouTube rum, also mich. Aber ihn muss er dann zensieren oder was? Als ob ich besser wäre, ey. Wie ich gerade noch dazu finde. Ihr habt mich nochmal diesbezüglich angesprochen. Und zwar zu My Secret. Mein Safe, Digga. Ich glaube, das hatte mein Ex dann auch zu Hause. Mädchen-Set habe ich jetzt ungefähr schon ein Jahr und es hält wirklich ein Jahr. Also ihr kauft es euch einmal im Shop und es mit dem Bleaching-Gel, also 3 Bleaching-Gele sind da immer drinne, hält das wirklich sehr, sehr lange. Ihr habt verschiedene Applikationsformen, wo ihr mit einem Nokia, mit einem Samsung, mit einem iPhone wirklich... Wer jetzt noch ein Nokia hat, könnt. Hat wirklich ein Problem, würde ich sagen. Und die Home-Bleaching-Gele, die ihr dazu bekommt, habt ihr bei der Packung auf jeden Fall mit dabei. Geil. Habt ihr 3 Stück in enthalten. Super geiles Ding. Kurz gefasst, ihr öffnet die Registrierkasse zwischen Nase und Kinn, schmiert euch Gel auf die Futtermörser drauf, steckt dieses Bleaching-Moped in euer Handy, wahlweise auch in... Das ist halt nur so ein LED-Licht, ne? Das bringt halt gar nichts. Backstein. Schiebt es euch anschließend in den Rachen, das Ding leuchtet und es passiert, naja, laut Werbeversprechen werden die Beißerchen blitzschnell weiß, so dass es euch blendet. In Realität, gar nichts. Außer natürlich ein gehendes Loch in eurem Geldbeutel, dass ihr ein paar Minuten Gel im Maul hattet, wovor Kritiker und Experten gewarnt hatten, weil die chemische Pampe potenzielle Gesundheitsrisiken und Nebenwirkungen bat. Die enthaltenen Bleichmittel, die zwar nicht funktioniert haben, aber dafür die Zähne angegriffen haben, den Zahnschmelz eventuell zerstörten und das Zahnfleisch per Ätzung gereizt bis irreparabel demoliert haben. Ha! Ja, kann man GG. Mal machen. Mal abgesehen von den wirklich dreisten Lügen der Firma und der Influencer, die das beworben haben, inklusive Aline, den aggressiven Marketingstrategien, der mangelnden Transparenz, den Herzinfarkten, die Zahnärzte und Experten bekommen haben, bei dem Gedanken, dass millionenstarke Influencer das an Zuschauer verhökern und dann die nicht so rosige Studienlage. Unabhängige Studien wo? Trotz allem hat Aline es nochmal geschafft, einen oben drauf zu setzen und ihre Zuschauer so richtig zu bambuseln. Wie sind Alines Zähne denn jetzt so wunderbar weiß geworden? Naja, sie war eine von den Influencern, die diese Haifisch-Transformation mitgemacht haben. Sie hat sich die Mundmöbel radikal wegschleifen lassen. Dann sind Veneers da drauf. Ach, Digga, Junge, wenn ich das sehe, tun meine Zähne weh, ne? Wirklich worden. Medizinisch gesehen, aber Schlimmeres kannst du deinen Beißbalken einfach nicht antun. Dieses Futterspalter, Kajuska, viele komische Synonyme finde ich noch. Ja. Wegschleifen lassen für Keramik-Veneers war übrigens ein Influencer-Trend. Jeder Zahnarzt ist schreiend und heulend weggerannt, wenn er das gesehen hat. Das ist ein Desaster.
Eine absolute Katastrophe. Und die Dame hat für den Arzt, man mag ihn nicht Arzt nennen, für den Pfuscher, der diese zerstörerische Schönheitsoperation bei ihr durchgeführt hat, sogar noch gezielt ein Placement gemacht. Das Karma, so einen gefährlichen Schwachfug zu promoten, kam aber. Oh, und wie es kam. Statt Geld hat es nämlich auf einmal Zähnchen geregnet im Stream. Und schwupps, weg. Bara, wir wollen hier ja nicht schadenfroh sein, aber wenn man seine Zuschauer schon wieder so dreist belügt und so tut, als wären die Beißerchen schneeweiß geworden wegen des Werbepartners, Smile Secret, obwohl sie sich da in Wahrheit... Ja, also gönn ich ihr. Tut mir leid, muss ich einfach hier sagen, gar kein Mitleid. Also ich habe das nicht verstanden, hier so ein, der Mann von den Harrisons, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, hat das glaube ich auch machen lassen, ne? Das hat glaube ich Sascha in dem Video mal kritisiert gehabt. Ich verstehe das nicht, wie man auf die Idee kommen kann, okay, ich töte alle meine Zähne und lass dann was draufkleben und lass die vorher komplett abschleifen. Ich meine, vor allem gibt es ja auch so Möglichkeiten, um seine Zähne auch vernünftig weiß und gerade hinzukriegen. Ja, es dauert halt. So, aber Digga, du machst einfach deine Zähne kaputt, damit du ein bisschen besser aussiehst. Und manche sehen nicht mal besser aus. Also nicht, das sieht manchmal sehr, also passt einfach nicht so. Einfach Keramik draufgeknallt hat, wofür man vorher ebenfalls geworben hat. Ja, manchmal schreibt das Leben einfach die besten Poan. Da bin nicht nur ich euch hier, wie lang geht's? Naja, zu lang. Damit nicht nur ich derjenige bin, der euch hier ein Kotelett ans Knie schwallt, habe ich Trey eingeladen, ihm eine 3 und 4 zu übernehmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf seinen Kanal rübersneakt. Dann könnt ihr wenigstens von euch sagen, dass ihr vor den 100.000 dabei wart. Wir lauschen ihm nun, wie er über Alines Doxing-Eskapaden, illegales Glücksspiel und aller echteskes Verhalten Teil 2, wir gucken das noch. Ach so. Ach, der... Ach, Hi. Junge. Diese Ebene des Eisbergs ist Eigentum von meiner Wenigkeit. Okay, dann machen wir jetzt Teil 2, dann gucken wir uns das in Teil 2 an. Dann haben wir in Teil 2 ein bisschen mehr als die Hälfte, ist aber egal. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich dann bald wieder zu dem zweiten Video.